Leute, wir müssen über was Wichtiges sprechen. Halloween steht praktisch vor der Tür und wenn ihr wichtig seid, denkt ihr euch, Mann, ich bin so ein Epic Gamer. Ich brauche auch für die anstehenden Halloween-Partys, auf die ich als Epic Gamer natürlich alle eingeladen werde, ein Epic Gamer-mäßiges Kostüm. Deswegen ranken wir heute Epic Gamer-Kostüme. Ist doch was, oder? Wir haben eine großartige Auswahl vor uns, Leute. Großartige Auswahl. Ich denke, wir müssen erstmal das hier auf S-Tier packen, weil wenn es eine Sache gibt, die mit der du auf jeder Halloween-Party gut ankommst, dann ist es Sonic. Und vor allen Dingen die gruselige Sonic-Maske zum Film. Das ist Kunst. Das ist Kunst, Leute. Dann würde ich an der Stelle auch mal ein paar Kostüme direkt so auf den ersten Blick ausschließen, denn es müsst ihr wissen, traurige Wahrheit an all die paar Skylanders-Fans da draußen, aber wenn ihr als Skylander verkleidet auf eine epische Gamer-Halloween-Party kommt, ihr werdet direkt an der Tür wieder rausgeschmissen. Die lassen euch gar nicht erst rein, die denken sich, hä? Skylander-Fans? Mr. Tintenfischkopf? Nee, dich lassen wir auf jeden Fall nicht rein. Okay, wenn du dein eigenes Auto mitbringst, das als Style, das finde ich viel zu gut. Das ist ein großartiges Kostüm, das ist auch S-Tier. Kein Arsch mag Genshin, weil wegen deinem Special Move und wenn du den auf einer Party zündest, dann ist das auch... Dann würde ich dich doch bitten zu gehen und deine komischen Drachen gleich mitzunehmen. Naja, und wer sich als Rio oder Ken verkleidet ist und nicht die notwendige Masse an Muskeln mitbringt, ist auch ziemlich... durch und seien wir ehrlich, wenn du ein Epic Gamer bist, mit deinem Epic Gamer Kostüm, dann bringst du auch nicht genügend Muskeln mit, um dieses Outfit zu füllen. Da schon eher den Master Chief, weil der kann das alles unter seiner Panzerung verstecken. Ich habe theoretisch Muskeln, aber sie sind nicht hier. Sind woanders. Ich finde es sehr gut, wir haben nur einen Joy-Con. Und zwar den mit dem... Ich würde ihn weit oben platzieren, aber leider haben sie den Fehler gemacht und den linken Joy-Con hier reingepackt und das ist der, der dauernd anfängt zu driften und wenn du driftest, solltest du nicht mehr fahren. Deswegen kommst du auch auf E. Das hier ist der Skylanders-Kragen. So schlecht bist du auch nicht. Das ist ein sehr faules Kostüm. Also wenn die Blöcke auf dem Kostüm nicht runterfallen, dann wäre das ziemlich... Nee, dann wäre das mir ein bisschen zu minimalistisch an der Stelle. Leider, Girl, du bist leider nicht Epic Gamer-mäßig genug unterwegs. So. Hat hier, seht ihr diese Oberarme? Diese kantige Oberarme? Oh, das ist auf jeden Fall das beste Minecraft-Kostüm. Die anderen sind in Ordnung. Oh, ein Enderdrache. Wäre für die Kinder vielleicht ganz nett, aber das ist ein Steve-Kostüm. Das drückt Dominanz aus. Damit sagst du, dass du ein Epic Gamer bist. Genauso wie mit dem Creeper. Dann sagst du, dass du ein Creeper-Epic Gamer bist. Oh. Ich bin cool damit, aber es kommt bei mir etwas weird. Pac-Man, hast du da vielleicht was am Kopf? Wächst dir da irgendwas raus? Solltest du mal zum Arzt gehen. Und wenn euch jemand mal auf der Straße verprügeln wird, dann ist es jemand, der so ein Pikachu-Kostüm trägt. Da würde ich direkt flüchten. Ich sehe doch schon, wie der plötzlich aufspringt und mir hinterherläuft. Oh, nein. Den Pikaman legt man sich besser nicht an. Okay, ranken wir mal die Marios. Die macht mir Angst. Das ist ziemlich faul, dass nicht Mario die ganze Arbeit machen. Das ist okay. Mario ist halt so ein simples Kostüm, sage ich mal. Da findest du 20, 30 Versionen von. Ich glaube, das sind auch... Ja, natürlich sind das als Fertigkostüme. Wer näht heute sein Mario-Kostüm noch selbst? Und da kommst du auch mit drauf. Das ist der Rang für die Reittiere. Weil teilweise gibt es da... Ich meine, hier nicht. Das ist ja eine Epic-Gamer-Liste, aber ich habe schon diese Reitkostüme in sehr weirden Fassungen gesehen. Sehr sexuell, sehr... Das trägst du auch nur, wenn du betrunken bist oder Ü40-Humor besitzt. Okay, die Sonics. Das ist der Sonic, der uns allen überlegen ist. Das wissen wir. Das ist ein Sonic, der sehr viel lieber sich als Tails verkleidet hätte, wie der kleine Scheißer guckt. Und das ist... Der lebt es, Sonic zu sein. Nicht so sehr wie jemand, der die Maske trägt, aber ist schon sehr nah dran. Es gibt kein Tails-Kostüm, aber Knuckles. Ja, ich würde sagen, ihr passt gut zusammen. jetzt verstehe ich es. So wie der Typ die Fäuste ballt, würde ich aber auch so ein bisschen... wäre mir die Situation auch ein bisschen unangenehm. Die Kostüme hängen zusammen. Knuckles könnte Sonic jederzeit verprügeln. Es gibt kein Glumanda-Kostüm, seltsam. Es gibt Shiggy. Das
Das kann das mit dem Pikaman mithalten? Oh, das hat nicht mal einen Panzer. Also nee, ohne Panzer kommst du maximal auf 10, neben den gruseligen Mario. Und ich packe noch den gruseligen Luigi auf die andere Seite, damit sich diese Shigi echt nicht gut fühlt. Also das ist eine unangenehme Lage, die ich dich da gebracht habe, aber bin ich cool mit. Ah ja, und Bisasam kommt auf S, weil Bisasam ist der überlegene Starter in der ersten Generation. Punkt. Oh, Five Nights at Freddy's Kostüme. Ist es edgy? Ist es noch edgy oder ist es schon wieder cool, sich als Five Nights at Freddy's Charakter zu verkleiden? Hat das schon den Minecraft-Status erreicht oder ist es noch... Das ist ja jetzt mein persönliches Ranking, deswegen würde ich... Lass mich in Ruhe mit Five Nights at Freddy's. Erstens ist es gruselig und zweitens ist es cringe. Oh, es ist so cringe, das glaubt ihr mir gar nicht. Ich würde euch nicht erzählen, wie ihr glaubt, dass es cringe ist. Ist das der Typ aus Hello My Neighbor? Ist das... Ich kenne das Spiel nicht. Da bricht man in das Haus von irgendwem ein und macht's kaputt, oder? Bringt man ihn um? Ich weiß es nicht, aber... Ich kannte Leute, die im echten Leben so aussahen, also ein etwas fauleres Kostüm. Aber er hat den Spaten zumindest dabei. Okay, ich bin nicht der größte du kommst auch auf C. Warum sieht Tom Nook eigentlich immer so aus, als wäre er irgendwie müde? Was machst du den ganzen Tag? Ich dachte, du hast andere Leute, die für dich deine Arbeit erledigen, für dich das Geld anschaffen. Wovon bist du müde? Du Tanuki. Ja, packen wir Lord Weeberich mal dahin. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Spiel der Charakter ist. Wenn mich jemand auf einer Party so anquatschen würde, würde ich mir denken, ja, das ist ein Weeb. Ich würde nicht erkennen, dass es ein Cosplay ist. Anders als der Pac-Man-Geist. Seht ihr, was sie da mit den Namen macht? Sie T-Post. Das ist ein Epic Gamer Girl. Die weiß, wie man Dominanz ausdrückt. Oh, sorry, das kommt auf D. Es ist zu flauschig. Ist das ein Schlafanzug? Also hast du deinen Megaman-Schlafanzug mitgebracht auf diese Party? Ich wollte zuerst sagen, hey, Megaman sieht doch cool aus. Und dann ist mir aufgefallen, ja, warum ist denn das so flauschig? Du brauchst da schon echte Panzerplatten wie... Du bist gar nicht der Master Chief, wer bist du? Ich kann ihn wieder nicht zuordnen, ich packe ihn auf B. Das Kostüm an sich gefällt mir eigentlich. Das ist auch wieder eins, wo du Bauchmuskeln vortäuschen kannst mit Hilfe der Rüstung. I wanna be Tracer. Ist ein ziemlich gut aussehendes Cosplay. Kann man wenig gegen sagen. Ich spiele nicht so viel Overwatch. Ich glaube, jeder, der Overwatch aktiv spielt, würde Tracer wahrscheinlich auf F-Tier packen. Weil ich habe gehört, sie kann sehr nervig sein. Ich spiele nicht genug Overwatch, um das beurteilen zu können. Okay, Leute. Ich gehe nur nach dem Aussehen. So wie mit diesem schnieken Gentleman. Hallo, Mr. Beat hier. Willst du mir mal deine Ink Machine zeigen, Bendy? Das ist etwas farblos, das Kostüm. Bowser! Kann man machen? Es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufwand als Mario. Ich kenne Leute, die dieses Kostüm tragen würden, aber anderes Thema. Beaver! Das ist ein Kostüm, das man trägt, wenn man Aufmerksamkeit von sehr seltsamen Leuten haben möchte. Zum Beispiel Bandy. Seht ihr, wie er den Arm um Diva schlingt? Der nutzt seine Chance. Fucking Creep. Model Engines Charaktere. Scorpio? Scorpio ist schon cool. Der Typ ist auch cool. Das sind stabile Kostüme, sag ich ganz ehrlich. Link... Ja, sorry, du bist kein Scorpio. Das ist der Typ, da kommt man auf die Arbeit und steht dann im Büro und sagt dir direkt, yes, Daumen nach oben, heute wird ein guter Tag. Ich hoffe, du schaffst viel. Geh auf B. Okay, der Zombie sieht wieder... Ist das... Bei dem Zombie bin ich gerade unsicher. Ist das eine Figur? Ist das ein Plüschtier? Oder ist das ein Kostüm? Also, du kommst auf die Plüschebene, bitte, Sir. Dieses Spyro-Kostüm erinnert mich gerade viel zu sehr an Fursuits, ich weiß auch nicht. Das ist ein Kostüm, das würde jemand als billige Alternative für ein Fursuit benutzen. Aber ich muss halt zugeben, die Ebene jetzt mal rausgerechnet, ich erkenne Spyro in dem Kostüm. Es ist kein schlechtes Outfit. Ich pack's neben Scorpio. Und zum Abschluss packen wir Chun-Li noch auf S, das werde ich nicht weiter ausführen.
Dieses hier ist familienfreundlicher Content. Und da seht ihr es, das ist das offizielle Epic Gamer Halloween Kostüm Ranking. Ihr seid jetzt bereit für die nächste Epic Gamer Halloween Party, würde ich sagen, an der Stelle. Ach, ich hasse es, wie der Sonic mich da oben anguckt. Wir sehen uns. Ciao.